Hallo, ihr Lieben. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zum Tagesorakel für Mittwoch, den 28.03.2023. Die Tagesorakel sind in dieser Woche hier extremst. Ja, mir ist doch heute Morgen ein Missgeschick passiert. Was soll ich euch sagen? Es gibt einmal das Kartendeck von Patrick Scheller. Das ist das Mondnacht-Lenormand-Kartendeck. Und dann gibt es von Teslin Bergmann das Epic Light Lenormand-Kartendeck. Seht ihr was? Das ist die Sonne, das ist der Mond. Mir sind heute Morgen diese Karten komplett einmal auf den Boden gefallen. Und wie ich das schon bei dem Lenormand-Kartendeck von Jerome Marchetti hatte, habe ich das alles so zusammengeschoben und wollte das eben auseinanderträufeln. Und dann haben die Engel gesagt, nein. Ich soll diesen Kartenstapel genauso lassen. Ich bitte die beiden, Patrick Scheller und Kathleen Bergmann, wirklich um Verständnis. Ich könnte auch, dass ich die eben wirklich gemeinsam lege. Sie passen so wundervoll zusammen. Das, was das dem einen Deck fehlt, das hat das andere Deck. Und es ist wirklich, es ist einfach brillant, die Idee. Wenn ich jetzt heute Morgen, ich hatte die Idee, ein großes Blatt zu legen, in dem ich jede zweite Karte eben nicht lege, sondern zuerst mit dem Epic Light Lenormand-Kartendeck von Kathleen Bergmann jede zweite Karte und dann mit Patrick Scheller die auf die zweiten Karten jeweils zu legen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, danach sind sie mir runtergefallen und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse sie genau so. Und das hier ist jetzt, ich bin also wirklich total begeistert, weil eben der Segen auch zweimal drin ist, der Geldsegen, der Segen. Wir haben ganz viele Personenkarten drin, in verschiedenster Art und Weise. Es ist also wirklich, ich empfinde es als brillant, die beiden Kartendecks zusammenzulegen. Und ich könnte sie auch einzeln legen. Ich könnte die eine Reihe mit Patrick Scheller legen, die andere mit Kathleen Bergmann. Dann hätte ich sie ja auch zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Wir sind in der Tagesenergie für Mittwoch, den 28. März 2023. Und gestern, das war ja so eine Hammerlegung. Also wirklich, da ist mir ja, mir fehlten die Worte. Und das will schon wirklich was heißen. Da haben wir so das Glück. Das Glück scheint dem Tüchtigen, sagt man, aber das ist auch so ein Spruch. Ich lege jetzt erstmal die Karten. Das ist der Schlüssel, der Anker, das Kind, der Bär, der Winter, ich will es ein bisschen auseinanderlegen, und die Routen, die Transformation, der Fuchs, und die Schnecke. Unten drunter haben wir das Wohnzimmer. Zentrale Karte ist der Winter. Das ist die Kälte, die zwischen euch herrscht. Wir haben im Moment die Energie, dass ich fühle es einfach, dass hier zwei, die zusammengehören, auch zusammenkommen. Hier auf dieser Karte, und das ist so beeindruckend, ist es getrennt. Aber es gehört zusammen. Der Anker gehört zum Schiff und das Schiff gehört zum Anker. Und dennoch ist es getrennt. Es ist im Moment eises Kälte zwischen euch. Und jeder geht alleine durchs Leben. Aber das muss so sein. Es war wichtig, dass ihr euch trennt, weil jeder seinen Weg finden muss. Und es ist egal, es kann natürlich die romantische Liebe sein. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber das kann auch Arbeitskollegen sein. Es kann auch sein, dass es Chef und oder Vermieter und Mieter ist. Hier geht es einfach darum, dass zwei Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und das mit Sicherheit. Hier schließen sich jetzt Türen auf, damit diese beiden in den Neuanfang gehen können. Und zwar beschwingt in den Neuanfang gehen können.
Noch sind sie alleine unterwegs. Und zunächst hat man auch erstmal das Gefühl, dass es hier um ein ungleiches Paar geht. Aber das ist nicht so. Ich kann euch versichern, dass die Transformation greift in höchstem Maße und zwar jetzt. Nachher haben wir Fuchs und Bär. Jetzt haben wir kleine Schnecke, große Schnecke. Wobei sich auch jeder für sich nochmal zurückziehen kann in sein Schneckenhaus und für sich sein kann. Nach Gesprächen der Kälte vielleicht. Aber diese Gespräche, die finden bei dir im Wohnzimmer statt oder in seinem Wohnzimmer. Auf jeden Fall gibt es Gespräche in den Neuanfang. Diese Transformation, die betrifft den Bären und sie betrifft den Fuchs. Und hier geht es wirklich darum, dass, dass aus diesem ungleichen Paar auch ein ungleiches Paar wird. Fuchs und Bär sind nicht gleich. Das kann man auch nicht mal schön reden. Aber sie sind jeder für sich eine Persönlichkeit, die voll und ganz im Leben stehen kann. Bei diesem Pärchen hier ist das noch nicht so. Kleine Schnecke, große Schnecke. Da schleppt die große Schnecke das kleine, die kleine Schnecke mit. Und deswegen, das war früher. Ihr wart ein ungleiches Paar. Irgendwer hat sich von euch nicht so groß gefühlt wie der andere. Und diese Transformation, deswegen, und wenn es 20 Jahre, 30 Jahre sind, die ihr getrennt wart jetzt, diese Trennung, die war wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen. Wenn ihr zusammengeblieben wärt, hättet ihr euch nicht so entwickelt, da hätte einer immer zurückgesteckt, weil der andere nicht umziehen wollte, weil eben die andere aber wirklich den Job in dieser Stadt haben wollte. Es hätte nicht funktioniert. Und so seid ihr getrennte Wege gegangen. Ja, lange Zeit, ja, das stimmt. Und es ist auch noch so. Ihr seid noch getrennt, aber ihr kommt zusammen, weil diese Transformation, die findet jetzt statt. Ihr Lieben, ich danke euch für euer Abo, ich danke euch für euer Like und euer Teilen und ich wünsche euch mit wirklich dieser Tagesenergie einen wundervollen Mittwoch. Macht's gut. Ciao.